Wow, Leute, willkommen wieder zurück zu Donkey Kong 64 im Kamikaze Castle und wir sind hier in einer finsteren Gruft, wo ständig jemand am Rumstöhnen ist. Ich weiß nur nicht, wer das genau ist, aber Donkey muss ebenfalls jetzt hier in diesen Schädel rein, wo zuletzt schon Diddy und Chunky drin waren und in einer anderen Abteilung quasi, sage ich jetzt mal, waren schon Tiny und Lanky drin und haben da auch schon goldene Bananen bekommen. Also dann, DK, mach das Ding auf. Dann geht's wieder ab in den Sadomaso-Keller. Weil hier ist echt ständig jemand am Rumstöhnen. Das ist so pervers und unheimlich. Ja? Seht es mal das Gleiche. Und zack. Ah, ja genau, seht mal. Hier erwartet Donkey jetzt nämlich ein ganz komisches Rätsel und sogar noch ein gelber Ballon. Sehr schön. Ja, hier. Wer ist das bitte? Wer stöhnt hier so rum? Das ist voll eklig. Wir haben ja von Wrinkly schon einen Tipp bekommen, was wir hier machen müssen bei den ganzen Hebeln. Und da an der Wand ist das auch aufgezeichnet. Wir müssen in der richtigen Reihenfolge die Hebel ziehen, die quasi weiß eingekreist sind. Ich glaube, das war unten links, oben rechts und oben links. Das heißt, das müsste der erste sein. Wenn es nämlich der falsche ist, bekomme ich einen elektrischen Schlag. Okay, das war der falsche. Nee, dann... Wenn es dann umgekehrte Reihenfolge ist, dann müsste es ja so sein, dass das dann der erste Hebel ist. Ja, das war jetzt der richtige. Dann als zweites halt den hier oben rechts. Und dann unten links. Dann müsste es richtig gewesen sein. Sehr schön, die Tür ist offen und du stirbst erneut und jetzt erwartet mich etwas richtig Schreckliches. Seht selbst. Ja, überstehe den Geisterzug und sammle 25 Münzen, um zu gewinnen, Donkey. Tja Leute, wir haben hier echt nochmal... eine letzte Lorenfahrt, die ist aber die allerschlimmste von allen. Auch wenn wir hier nur 25 Münzen brauchen, sollten wir echt aufpassen, weil die dauert ziemlich lange. Oh mein Gott, was bist du denn für einer? Bist du der, der hier immer so rumstöhnt? Ich glaube nämlich schon, das ist irgendwie die gleiche Stimme. Voll so ein riesiger Geist, gegen den können wir nichts machen, da können wir nur ausweichen. Oh, fies. Auch noch Grabsteine, die hier rauskommen. Ganz schön unheimlich. Also wie gesagt, mindestens 25 Münzen besser ist, wir sammeln ein paar mehr ein. Alter, was macht der? Was zur Hölle? Wow. Boah, fies. Hat er das gesehen? Das war ja mal obergemein. Der spuckt hier irgendwelche feurigen... Totenköpfe, die mich dann verfolgen. Es ist voll fies. Schon gemein. Ja, Mann, hör auf, mich zu treffen. Ich habe zwar jetzt schon genug Geld, aber ich sammle lieber immer ein paar Münzen mehr ein, weil wenn mich der trifft, ne, verliere ich ja wieder Geld. Da eben werde ich gegen ein Hindernis prahle. Vor allem, das dauert hier noch richtig lange. Immer schön in Bewegung bleiben, immer wieder ein bisschen springen. Das ist so unheimlich. Immer diese Grabsteine. Mann, lach doch nicht so blöd. Wer liegt hier überhaupt alles begraben? Ach, keine Ahnung. Oh mein Gott, jetzt geht's steil nach oben.
So, und das Fiese ist, jetzt fahren wir die ganze Strecke nochmal rückwärts. Das heißt, wir begegnen diesem Geistergesicht noch einmal. Und wenn wir dann wieder den Anfang erreicht haben, dann haben wir es geschafft. Wenn ich halt mindestens 25 Münzen habe. Ich habe jetzt 37. Da bist du ja wieder, du perverse Sau. Wie kann man hier so eklig rumstöhnen in deinem geheimen Porno-Keller? Das ist ja ekelhaft. Ernsthaft? Was soll das? Ey, Mann! Donkey, du sollst hier nicht anstoßen, du sollst hier nicht gegenknallen. Ein paar Münzen mehr, als ich brauche, habe ich eh. Das ist auch gut so. Also hier wirklich empfehle ich euch allen, sammelt mehr Münzen, als ihr braucht, weil wenn euch der Typ trifft, das ist dann irgendwie... Ja, das ist halt Kacke. So, schön vorsichtig. Daneben. Oh je, ich glaube, jetzt macht er wieder... Genau, jetzt macht er wieder den Quatsch. Aber diesmal hat er mich nicht getroffen. Ja, da guckst du blöde, hä? Da vergeht dir das Stöhnen, aber offensichtlich ja doch nicht. Ah, da ist noch eine Münze. So, jetzt habe ich 40 Münzen und ich brauche zum Glück nur 25. Also da waren sie eben ein bisschen gnädig, dass man hier keine 50 braucht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig gewesen. Oh Mann, Donkey! Ich wollte da nicht dagegen springen, du Trottel. Egal, ich habe immer noch genug Geld. Immer noch genug Geld. Immer noch genug Geld. Kein Problem. So, lass gefälligst deine Sauklauen von mir, deine Fixgriffel. Das ist ja ekelhaft. Na, schnell, schnapp dir diese Banane. Ich will raus. Hier spukt's. Wow, das war vielleicht mal ein abgefahrener Trip. Das ist die letzte und schwierigste Lorenfahrt gewesen. Die hat es echt in sich, aber im First Try geschafft. Und jetzt nichts wie raus hier aus dieser Sadomaso-Gruft. Das ist ja widerlich. Ich glaube wirklich, dass der Typ hier ständig so am Rumstöhnen ist. Aber das heißt auch, dass wir jetzt mit dieser Gruft hier komplett fertig sind. Hier waren nämlich schon vorhin eben Didi und Chunky drin. Und jetzt auch Donkey. Und gegenüber Tiny und Lanky. Das heißt, mit der Gruft sind wir hier fertig. Und vor allem hier unten ist endlich mal Funky gewesen. Von dem habe ich das Zielfernrohr-Upgrade gekauft. Das heißt, jetzt können wir auch weit entfernte Schalter betätigen. Das ist super praktisch. Okay, hier ist nur eine Sackgasse sonst. Na, dann gibt es nur den einen Eingang und Ausgang. Alles klar. So, wartet mal. Wie war denn das jetzt nochmal? Jetzt brauche ich nochmal Didi. Jetzt muss ich nämlich wieder zurück in die Gruft, wo Candy war. Weil da konnte ich mit Didi einen Schalter ja ohne den Zielfernrohr leider nicht aktivieren. Aber das wird sich jetzt ändern und du stirbst. Naja, verdammt, hier ist ja nochmal Geld für Tiny. Ich brauche kein Geld mehr. Das Spiel zählt auch die Münzen gar nicht zu 100% dazu. Ist also eh total unnötig, die noch zu sammeln. Das werde ich auch nicht machen. Ich werde das Spiel auch so komplett durchspielen können. Das Geld ist... Das ist total optional. Das ist unnötig. Ich brauche mir nichts mehr kaufen, weil es nichts mehr gibt. Also die Entwickler haben es echt übertrieben. So, hier ist auch schon die andere Gruft. Die Entwickler haben es echt voll übertrieben mit dem ganzen Geld. So viel braucht man doch gar nicht mehr. Die wollten echt auf Nummer sicher gehen, dass der Spieler genug Geld findet. So, und jetzt war das, glaube ich, irgendwo gleich hier. Hier ist nämlich nochmal eine Tür. Genau, hier. Und jetzt haben wir hier... Gut, Donkey konnte seine Banane auch so bekommen. Da ist was für Lanky und hier gegenüber ist was für Didi. Diesmal werden wir es auf jeden Fall schaffen. Achtung und Knacks. Weil diese Plattform dreht sich nämlich um, wenn wir den Schalter nicht drücken und den Boden betreten. Das ist ja das Gemeine. Oh, Banana. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Und zoome. Ram. Und schieße.
So, und jetzt kann ich mich hier an den Ketten lang schwingen. Ich will nur was kurz probieren. Der Typ nervt nämlich total. Was für ein Opfer. So, und Diddy, schwing dein Ding und du bist drin. Ist das geil, wir haben 180 goldene Bananen. Jetzt fehlen nur noch mal 21, so, seht ihr? Boom, umgedreht. Nur weil ich den Boden berührt habe, also diese Boden... die Steine am Boden halt. Die Ziegel. Gut, und jetzt mal schauen, was muss der Lanky hier noch machen? Weiß ich gar nicht mehr, werden wir gleich herausfinden. Und Tauschfass. Also Donkey hatte hier seine goldene Banane schon bekommen können, aber die anderen beiden halt noch nicht. Wobei mit Lanky habe ich noch nicht mehr geguckt, weil ich mir dachte, der wird hier das Upgrade sicher auch brauchen. Gehe ich mal davon aus. Und Head Twister. Und Platsch. Volltrottel. Vor allem, er drückt den Schalter mit seinem Kopf und aha, schon wieder Musik. Ah ja, und hier haben wir nochmal einen Ballon. Der ganz schön schnell ist. Sehr schnell. Aber ich habe ihn getroffen. So, und jetzt Primatenposaune. Na toll. Bonusphasen. Da ist ja noch ein Ballon. Habe ich gar nicht gesehen, weil er so weit weg ist. Das sieht man auch jetzt noch nicht. Na gut. Das heißt, diesmal muss ich hier rüber schweben. So, aufblähen. Auf und davon. Aber hier ist es echt ein bisschen blöd. Gut, das Geld interessiert mich nicht. Man muss hier genau so landen, dass man nicht in das Giftwasser fällt. Das ist ja das Blöde. Ich lasse die jetzt einfach mal aus hier. So, ich komme auch so hier rüber. Gremlin Crash! Das ist jetzt, glaube ich, auch die schwierigste Variante davon. Boah, ich muss 25 in 60 Sekunden treffen, okay. Seht schon, die roten Typen, die erwischt man jetzt eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Besten immer schön im Kreis ballern. Und das war's auch schon. Das war ja mal voll leicht. Lanky, was machst du hier? Achso. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Ich muss ja Z drücken, um zu schießen. Ah, so. So macht man das. Und Ballon getroffen. So, pfeif auf die Münzen. Pfeif doch auf die Münzen, sage ich. Ist doch nicht wichtig. Obwohl... Oh, sieht ja auch doof aus. Ach, hier ist auch noch eine. Und genau ins Giftwasser gefallen. Ey, du bist so ein dummer Affe. Aber egal, die Banane bleibt gespeichert. Kein Problem. Bleibt alles gespeichert. Das heißt, mit dem Kerker sind wir jetzt auch fertig. Ich gucke jetzt nur noch mal ganz kurz, was war hier bei den... bei den Gittern? Ich glaube, hier waren eh nur Bananen für Didi. Ne, das habe ich alles eingesammelt. Dann können wir hier auch raus. Das heißt, beide Gruften sind abgeschlossen. Sehr schön. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge zu tun. Nämlich draußen, beziehungsweise in anderen Räumen dieses riesigen Schlosses. Und deswegen, naja. Gibt es eben noch viel zu tun. So, stirb. Und raus hier. In der Gruft hat wenigstens nicht ständig jemand rumgestöhnt, so wie in der anderen. Okay, wo als nächstes hin? Ich glaube, bei der 4 war was für Lanky.
Ja, genau. Hier ist nämlich so ein Gewächshaus. Also hier kann Lanky rein. Hier Tiny. Und hier, soweit ich weiß, Chunky. Der kann das einfach kaputt schlagen. So, und ich habe aber dummerweise nur 40 Sekunden Zeit, die goldene Banane zu finden. Das ist ja mal oberfies. Richtig gemein. Und sogar, glaube ich, ganz ohne Fass. Ne, da ist doch eins, aber auch egal. War das nicht sogar so, dass mich die blauen Bananenstauden ans Ziel führen? Ah ne, Moment, da hinten? Verdammt. Ich werde jetzt so verkacken. Oder auch nicht! Na, das war ja ganz gut. So, jetzt komme ich hier auch wieder raus. Ah, seht mal, hier ist die Kampfplatte versteckt. Und die muss ich natürlich auch noch erreichen. Also geht's erstmal wieder zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt keine blauen Bananenstauden hier übersehen habe, dass das alle waren. Wäre sonst ein bisschen blöd, wenn ich hier was übersehen habe. Gut, hier ist sonst nichts. Na, ich gucke mich wirklich noch so ein bisschen um. Aber ich müsste alle blauen Bananenstauden gefunden haben. Die führen mich wirklich direkt zur goldenen Banane. Hier ist nichts mehr. So, wo war denn jetzt die Kampfplatte? Irgendwo hier in der Mitte. Da ist sie schon. Okay, dann bin ich gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Paranoia-Palaver! Oh, weia. Und Head Twister! Wow, jetzt muss ich aber schon ganz schön lange durchhalten. 80 Sekunden ungefähr. Aber egal, ich habe genug Kristallkokosnüsse für meinen Special Move. Ja, müssen wir aufpassen, die Schockwellen können mich ja auch von der Plattform stoßen. Das ist nicht cool. So, Achtung und Triple Kill. Ja, das haben die sich so gedacht. Noch 50 Sekunden. Und wieder Head Twister. Gar nicht erst zulassen, dass die zum Angriff kommen. 40 Sekunden. So, wieder schön aufladen und warten. Und Special Attack! So, noch 30 Sekunden. Das schaffe ich, Leute. Ist doch kein Problem. Wir haben keine Chance. Und Head Twister! Woo! Die geben ja sowieso immer Melonenstücke, dass ich mich heilen kann. Und nochmal! Yeah. So, noch 10 Sekunden, Leute. Das habe ich so gut wie gewonnen. 3, 2, 1 und... Starke Leistung! Obergeil! Super! Auch schon die Kampfkrone dieser Welt. Ich frage mich nur, wozu gibt es hier bitte ein Lankefass? Ich habe das auch komplett ohne geschafft. So, nö, ich möchte jetzt nur noch gucken, ob ich hier echt keine Bananen vergessen habe. Das wäre sonst echt blöd. Aber ich glaube, hier müsste ich alle gefunden haben. Ich bin da immer so skeptisch. Da denke ich mir so, hey, warum finde ich noch Bananen auch so? Die waren ja da, ne? Und dann... Das ist dann schon ärgerlich. Aber freut mich, dass ich das im ersten Versuch geschafft habe, weil allzu viel Zeit war es ja dann doch nicht. So, ich bin jetzt übrigens auch wieder beim Eingang rausgegangen. Bei dem anderen wäre ich übrigens hier hinten rausgekommen. Das ist also total egal. Gut, Lanky hat alles schon erledigt. Na dann, ich weiß nicht, Tiny oder... Nee, ich mache erstmal Chunky. Ja, ich mache noch Chunky, dann werde ich aber den Part beenden müssen. Also in der Welt, da wartet noch ganz, ganz viel auf mich. Und das Schlimme ist ja,
Ganze zweimal gibt es hier das Minispiel Biber Butzemann und das hasse ich ja von allen Minigames am allermeisten, das wisst ihr ja. Und dann gleich zweimal, ich weiß noch, einmal für Lanke ganz oben im Turm und dann sogar noch mit Chunky in diesem Baum. Aber das mache ich, wie gesagt, erst später. Das hebe ich mir wirklich bis ganz zum Schluss auf, weil das sind für mich die schwierigsten goldenen Bananen in dieser Welt. Also macht Chunky jetzt erstmal was anderes. So ein Sauwetter. Und Gorilla Punch. So, seht mal. Hier sind wieder ganz viele Fledermäuse und eine riesige Kiste. Und ein grüner Ballon. So, 70. Zielsuchmunition werde ich jetzt erstmal alle abballern. Obwohl, ah ne, Blödsinn, da ist ja der Trick daran, dass man die gar nicht richtig treffen kann. So, Achtung, Axt. Okay, dann eher so, Punch. So, was macht Chunky, wenn er was nicht sehen kann? Dann macht er sich selber unsichtbar. So. Jetzt kann ich diese ganzen Fledermäuse nämlich abknallen. Nur wenn man unsichtbar ist. Auch wieder eine relativ einfache goldene Banane, wie ich finde. Und jeder Kong hat schon zwei goldene Bananen, Tiny sogar schon drei. Alles klar. Und raus. Alles klar. Obwohl, ich will noch probieren. Ich weiß ja nicht, was mich mit Tiny da drin erwartet. Das habe ich schon wieder alles zu vergessen. Das ist alles schon so wieder so lange her. Ein bisschen Zeit hätte ich nämlich noch. Vielleicht schaffe ich in dem Part sogar mit Tiny noch eine Banane zu holen. Ich guck mal. Dann muss ich das im nächsten Part ja nicht mehr machen, weil ich es jetzt schon schaffe. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Da müssen wir natürlich wieder ganz klitzeklein werden. Ui, ich hab schon wieder fast keine Kristallkokosnüsse, dann ganz schnell. Und hier rein. Oh! Ii, das sieht aus wie eine Mülltonne. Sehr eklig. Aber das ist dann, glaube ich, auch eine relativ einfache goldene Banane. Hier muss ich nur Fliegen abschießen. Hier drin muss es so übelst stinken. Erinnert mich ein bisschen an die Mülltonne im Wolken Wonderland von Banjo-Tooie. Voll Matsch. Aber da kommt die nächste Fliege. Voll der große Brummer. So, los, komm her. Ich hab Zielsuchmuni. Aua! Arschloch. Ich krieg dich schon noch. Komm her! Ja, ganz schön fies. Steckt er denn? Da! Ja, da ist noch eine Fliege. Wie viele sind denn hier? Voll so eine Cola-Dose. Aber wir wollen hier mal nicht Schleichwerbung machen, nicht wahr? Wo steckst du? Da oben! Da ist noch eine! So, na, wo? Wo steckt er? Von da! Da kommt er! Mann, kann ich den nicht einfach... So, lass mich doch nicht verarschen. Abgestürzt. Hey, praktisch, die goldene Banane direkt vor meinem Gesicht. Ja, damit. Und jetzt hat auch Tiny schon drei goldene Bananen, Lanky ja auch schon. Wunderbar, auch wieder relativ einfach und raus hier. Na bitte, das ist sich in dem Part noch wunderbar ausgegangen.
Dann kann ich hier wieder zurück. Und im nächsten Part, ich glaube, da gehe ich dann mit Donkey mal in diesen abgestorbenen Baum rein, den ich ja schon im bei meinem ersten Besuch hier geöffnet hatte, über die Decay-Platte da, über die seine Donkey-Platte. Aber da war ich halt absichtlich noch nicht drin, weil ich da auch Funkes Upgrade nämlich brauche. Deswegen habe ich das absichtlich ausgelassen. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong 64. Ciao!